Willkommen zurück zu Drakensang. Wir versuchen jetzt den Harpien ein Ei zu klauen. Vorher nehme ich noch einen Wolfsrattenschwanz mit. Ich dachte zumindest, ich glaube da hinten. Harpien-Ei. Kriege ich sogar direkt angezeigt. Da müssen wir hin. Und natürlich müssen wir uns vorher durch die Ratten kämpfen. So, 3 Harpien. Das sieht ganz gut aus. Das sind jetzt 4. Komm schon. Na? Ach, ein scheußliches Viehzeug. Gegen die muss man was tun. Ja, wir haben doch gerade was gegen sie getan. Wir haben sie jetzt alle erledigt, klauen ihnen auch noch das Ei. Damit haben wir wahrscheinlich die Harpien dieser Gegend fast schon ausgerottet. So, die Rulana ist leider etwas verwundet. Alle mal hergehört! Vielleicht sollte ich ihr noch ein paar Verbände geben. Was habt ihr? Ach Gott, ich habe noch 13 Stück. Das ist doch genug für alle. Verteile ich mal noch ein bisschen so. Jetzt sind wir wieder startklar und klauen das Ei. Damit wären wir jetzt bereit, wieder zurück zum Rakorium zu gehen und ihm die Zutaten für das Felsenvitriol zu überreichen. Und ich sehe da gerade ein paar Einbeeren, die muss ich noch mitnehmen. Oh, da sind noch mehr. Ach. Und ein letztes Mal wieder fehlgeschlagen. So ein Mist. Das ist blöd. Jetzt waren da so viele Einbeeren, die man hätte mitnehmen können. Ich glaube, ich werde hier noch ein paar Trollkröten vorher platt machen. Gute Entscheidung. So, dann versuchen wir es nochmal hier mit den Einbeeren. Oh Gott. Jetzt habe ich dann Pflanzenpunkte, Pflanzenkunde 5 Punkte. Könnten meinen, ich hätte überhaupt keine Punkte da drauf.
In die Gruft gehe ich jetzt nicht rein, weil, wenn ich mich richtig erinnere, müssen wir sowieso nochmal alle Krüfte abklappern. In einem anderen Quest, was wir noch bekommen sollten. Hat wir den Steinsarg schon? Nein. So, dann geht es jetzt aber zurück zum Rakorium. Und danach wollte ich Richtung Dorf wieder, um da nochmal mit der Molinde zu sprechen und die, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, die andere gute Frau da zu holen. Und zwar, wie hieß die denn? Die Talia, genau. Einbären. Ich sag nichts mehr. Also, Einbären. Jetzt muss ich doch nochmal auf der Karte gucken, dass ich mich jetzt nicht verlaufe. Den Weg entlang. Ich würde dir ein bisschen was erzählen, aber ich befürchte, dann verlaufe ich mich vor lauter Reden wieder. Also, was ich mal noch sagen wollte, ist, dass ja mir es lieber wäre, wenn ihr keine Spoiler postet, also keine Sachen in die Kommentare schreibt, von wegen, ja, wenn du das und das machst, dann oder da dorthin gehst und kannst du das und das machen und als nächstes passiert dann dies und jenes und so weiter und so fort. Also auch wenn ich hier irgendwie rumlaufe und mich gerade frage, wo ist jetzt dann dieses oder jenes und ich euch aber nicht direkt frage, von wegen, könnt ihr mir weiterhelfen oder könnt ihr mir mal sagen, wie ich das und das mache, dann nehmt das, wenn es geht, nicht vorweg, weil das ja dann ein bisschen die Spannung aus der ganzen Sache rausnimmt und auch für die Leute, die das Spiel noch nicht kennen oder selbst noch spielen wollen, dass ihr da nichts verratet, was noch als nächstes kommt. So, ja, das wollte ich eigentlich nur mal gesagt haben. Also es gilt für alle meine Let's Plays eigentlich, wo es um eine Geschichte geht und dass ihr da einfach, wenn es geht, nichts vorwegnehmt. Außer wenn ich jetzt irgendwie ganz speziell fragen würde, ob ihr mir irgendwo weiterhelfen könnt. Aber in der Regel mag ich die Sachen auch eigentlich selbst alle rausfinden und ich denke, die Leute, die das Let's Play gucken, fänden es auch einfach spannender, wenn sie sehen, wie ich das rausfinde oder wenn sie es selbst rausfinden, als wenn man das jetzt vorher schon alles erzählt. Es wird nicht wieder vorkommen. So, jetzt müssen wir aber erstmal mit dem Aquarium sprechen. Da seid ihr ja wieder! Ich habe alle Zutaten zusammen. Harpien, Eidotter, Wildschratzähne und eine Erntefrische Alraune. Fleißig, fleißig, lasst sehen. Zähne allerliebst. Nicht mal Steinfäule hatte der Kleine. Ein Harpien, Eidotter, so so. Glibbrig, geschmeidig und handwarm. Eine bessere Qualität wäre nicht zu verlangen. Und dann ein drauf. Taufrische Alraune. Ich denke... Stimmt etwas nicht? Nein, nein, perfekt. Alles, was ich benötige, ist in Griffweite. Dann beginnen wir sogleich mit dem Zauber. So, nur noch etwas ziehen lassen. Nottel, das Buch bitte. Also nun zur Formel. Bei Hesinde, dieses Gekritzel ist ja kaum zu entziffern. Nun ja, ich schätze, probieren geht über studieren. Ansia, Baklorum, Kaya du Fugulis, Christias Tnim. Gut, gut. Soweit die Zauberformel. Nun noch geschwind das Vitriol auftragen. Ah,
Da haben wir ja den Kristall. Meister? Die Statue... Oh, vielleicht wäre ein Tropfen ausreichend gewesen. Sterbliche, die ihr mich berauben wolltet, macht euch gefasst auf ein Schicksal schlimmer als der Tod. Ja, das wäre doch nett gewesen, wenn er nicht ganz so viel von dem Felsenvitriol benutzt hätte. Jetzt müssen wir natürlich wieder die ganze Sache ausbaden. Und den Valonion besiegen. Auf geht's! Vielleicht erstmal ein bisschen zaubern. Moment, den Armatrutz nicht vergessen. Alle mal hergehört! Ein Zwerg, ein Wort. Und die Klatt ist natürlich noch. Deceptio. Gleich mal noch ein Feuerzauber hinterher. Der hat mich ja schon richtig zusammengeschlagen. Wie kommt das denn? Au, au. Amazone voraus. Ach, so ein Mist. Für die Königin. Ja, klar. Für Rondra. Ja. Ja, Cladys, du kannst auch mal was tun. Komm schon. Trink lieber noch einen Einbensaft, das geht schneller. Gute Entscheidung. Lass das mal Vorgriff machen. Ja! Ein Zwerg, ein Wolf. Ich mach das schon. Der arme Rakorium liegt da unten, wird kaputt getrampelt. Damit haben wir auch unseren ersten Questgegenstand bekommen. Queste. Was ist geschehen? Bei meinen müden Knochen? Da bin ich hingefallen. Ja, da bist du hingefallen. Jetzt weiß ich's wieder. Gut, dass ihr nicht genauso nah gestanden habt. Wäre wohl sonst um uns alle geschehen. Ach ja, die Statue war... offenbar haben wir das Vitriol besonders potent gebraut. Bei den Mächten. Aber wie ich sehe, den Schrecken habt ihr mit Bravour ja gemeistert, habt ihr ihn. Dem Orakel sehr Dank, dass es mich zu euch geschickt hat. Ich bin wirklich froh, dass ich wenigstens euch und euren Schüler Nottl retten konnte. Wie? Was? Wir leben noch? Und alles ist vorüber? Ihr Sinde sei gepriesen. Ich verdanke euch mein Leben. Nottl ist wieder bei Sinnen und ich habe Valonions Thesis-Kristall. Die Fachwelt. Jetzt wird niemand spotten. Dank euch. Wir reisen zurück nach Ferdok, den Kristall studieren. Dort sehen wir uns vielleicht wieder. Dann kann ich euch mehr berichten. Die Erkenntnisse, die wir aus diesem Kristall gewinnen... Sinde möge meinen Verstand bewahren. Uraltes Wissen der Geschuppten. Ihre Seelen werden zu mir. Oh, verzeiht, ich verliere mich schon. Habt ihr noch etwas auf dem Herzen, bevor wir entschwinden? Ich weiß gar nicht. Wo werde ich euch in Ferdok finden? Ach, keine Sorge, ich werde euch finden. Der Thesis-Kristall will nun ergründet werden. Alles Weitere muss auf später verschoben werden. Wir haben genug Zeit in diesem Sumpf verplempert. Ihr übrigens auch. Der verweilt nicht zu lange hier. Auf bald, werter Zauberer.
Armer Rufus. Es bekümmert mich, dass es keine Rettung mehr für ihn gab. Wenigstens uns konntet ihr noch zur rechten Zeit erreichen. Hesinde mit euch. Genug gesäumt. Nottel, wir haben noch viel zu tun. Auf nach Ferdak! So, und damit hätten wir, wie ich eben schon vor dem Gespräch meinte, unseren ersten Teil von der Drachenqueste erledigt und die Beinschienen der Flammen bekommen. Die könnten wir jetzt zum Beispiel auch anlegen, nur ich habe jetzt halt Stiefel an, zum einen, und zum zweiten finde ich die extrem hässlich. Deswegen machen wir das nicht. Claudius, was gibt's hier zu seufzen? Ich mache ja schon weiter. Jetzt werden wir noch den Stab des Valonion mitnehmen und... Gab's da hinten noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Und wie schon gesagt, Richtung Dorf zurück. Wir gehen auch natürlich noch nicht nach Ferdok. Wir haben hier noch ein paar Aufgaben zu erledigen. Oh, ich sehe wieder ein paar Gesellen, Skelettbogenschützen und Zombies. Alle mal hergehört! Ha! Mein Glück! Folgen! Candidus! Stern. Leichter Wundbrand habe ich abbekommen. Irgendwie dachte ich, da wäre jetzt gerade noch ein anderes Skelett. Nee, doch nicht. Ach, die haben diese ganz blutigen Beile bei sich. Die können sie behalten. Die Fussel können sie auch behalten. So, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Ja. Oh oh. Eine Riesenkrabbe. Möchte ich erst meinen Wundbrand heilen. Das bin ich, Furax. Dezeptio. Miese Autosave. Na gut. Man kann ja nicht mehr Safe-Punkte haben. So, weil das wahrscheinlich so eine fiese Krabbe ist. Oh. Ich wollte gerade noch rumtönen, von wegen fiese Krabbe, für uns kein Problem, aber die Claddis hat es ganz schön mitgenommen. Na klar.
Und der Fulcrum hat auch 4 Verwundungen. Ups. Ja, diese Krabben sollte man echt nicht unterschätzen. Die haben es ganz schön in sich. So. Dann haben wir jetzt aber fast geschafft. Und im nächsten Video rede ich dann nochmal mit der Molinde und mit der Talia, um sie dann... Ups. Habt ihr allen Ernstes? Jetzt hängt's. Das mache ich gerade noch. Bevor ich das Video beende, werde ich gerade die Sequenz hier noch spielen. Boron zum Gruße, die Herrschaften. Was hat dieser Auflauf zu bedeuten? Bei mir sind die Bilder irgendwie gerade so ein bisschen auf Pause. Unsere gute Morlinde, habt ihr tatsächlich zu uns zurückgefunden? Wir waren schon in Sorge um euch. Ich habe einen Rettungstrupp zusammengestellt und wollte gerade nach euch suchen. Bitte, Schäffler, ihr wart doch sonst nie besorgt um jemanden. Seid ihr auf eure alten Tage nun doch noch milde geworden? Oder durchkreuze ich wieder einmal eine eurer durchschaubaren Machenschaften? Euer Humor ist göttlich. Wie kommt ihr nur auf so finstere Gedanken? Ich... Guter Büttel, ihr seid so erschreckend leicht durchschaubar für jeden, der etwas Verstand beisammen hat. Wir werden später noch darüber sprechen. Jetzt geht wieder eurem Tagewerk nach. Das gilt auch für euch, werte Moorbrücke. Ihr habt unsere Geweihte gehört. Der Rettungstrupp ist nicht mehr vonnöten. Also träumt euch! Ja, ich habe auf Pause gedrückt gehabt. Ich muss mich für den Büttel und seine Miliz entschuldigen. Bogomil werde ich alsbald ins Gebet nehmen. Auf dem Rückweg zum Dorf habe ich mich entschieden, meine Anwesenheit geheim zu halten. Ich wollte meine unguten Vermutungen Bogomil betreffend bestätigt wissen. Habe ihn seinen Rettungstrupp zusammenstellen lassen, um zu sehen, wie weit er sein Spielchen treiben würde. Ich würde sagen, im nächsten Video geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.